Es ist doch knifflig hier zu navigieren. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wann genau ich jetzt hier irgendwo ankomme und schon gar nicht wo. Aber ich bin zuversichtlich. Ich habe eine neue Schleimhöhle gefunden. Ich bin jetzt auf gleicher Höhe wie du. Okay, ich bin hier auch in einer riesigen Schleimhöhle gerade. Uah, wieder mit viel Gift. Ah, super. Was denn? Das ist dann wahrscheinlich mein Ende, nehme ich an. Ich bin hier vergiftet. Liegen Pixel rum. Und, na? Wow. Ich habe überlebt. Ich weiß nicht mit wie viel HP, aber mein Balken ist komplett leer. Okay. Aber ich lebe noch. Also der kleine Anubis möchte dann bitte von seinen Eltern in der Spielwarenabteilung abgeholt werden. Ich weiß gar nicht, wo bin ich hier eigentlich gerade? Und aua, will ich hier überhaupt sein? Das ist ja die Frage. Eigentlich wollte ich mich nach unten buddeln, aber... Oh, hier ist Zeug. Gut. In der Wand. Kupfer und Kohle und so, das nehme ich mal mit. Wenn ich schon mal hier rumschleime. Schleimer. So, ich buddel mich dann mal weiter. Nein, hier kommt jetzt... Ach, du müsstest fuck. Nach rechts buddeln. Nach rechts oben sogar, wa? Ja. Wo du gerade bist. Ich glaube, du bist gar nicht so weit weg, weil dein Zeiger sich sehr schnell bewegt an der Höhe. Du bist ja, ziemlich über mir auf jeden Fall. Aber was? Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen den Mittelpunkt der Erde sehen. Oder war der jetzt nicht so spannend? Hier war ein Augenmonster. Nee, nicht so spannend. Es ist nur rot und warm und bäh. Rot und warm und bäh. Okay. Ich glaube, ich sehe dich. Noch eine Giftsuppe. Ich auf jeden Fall hat er gerade irgendwas geleuchtet. Ja, das war ich dann. Hallo. Hallo. Ja, ich arbeite mich hier voran mit Taschenlampe und Pickaxe. Okay. So im Wechsel. Ja, ich habe noch 13 Fackeln. Das ist nicht viel, aber... Das war's dann, würde ich sagen. Yep. Shit. Ich sage, da war Giftsuppe. Du hast unseren Untergang herbeigeführt. Ich verwende jetzt meine letzte Bandage. Verdammt. Oh, das waren über 100 Pixel, die da hops gegangen sind. Oh, super. Aber ich würde sagen, ich komme jetzt auch gleich hoch. Ich habe hier noch einen schönen großen Kupfererzvorkommen-Block-Dings gefunden. Ah, wunderbar. Wenn ich den jetzt hier abgebaut habe, dann komme ich auch mal nach oben. Ich schmelze mal eben 121 Kupfererz ein. Wow. So, ich weiß ja nicht wie, aber... Ach komm, weißt du? Vielleicht schaffe ich es ja jetzt hier lang. Sind diese Augenviecher eigentlich aggressiv? Nein. Nee. Die gucken nur. Die wollen nur gucken. Müssten die eigentlich mehr GEZ bezahlen? Ich weiß nicht, wird das pro Augenpaar abgerechnet? Das wäre ganz schön teuer. Das könnte ich mir bei der deutschen Wirtschaft oder Bürokratie durchaus vorstellen. Nicht unwahrscheinlich. Dann müsste dein Schiff aber auch GEZ bezahlen. Es hat ja auch Augen, das stimmt. Nein, schon wieder so eine scheiß
Ein-Pixel-Pfütze hier an Gift. Ja, die liebe ich. So ein Ding hat mich auf 0 HP gebracht. Oh, wo bin ich denn hier schon wieder? Aber unglaublich, was für riesige Höhlen es hier gibt. Wir sind dann momentan bei 87 Kupferbarren. Okay. Wenn ich hier wieder rauskomme, dann können wir noch mal mindestens 256 Kupfererz in den Ofen tun. Nett. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Zumindest ist hier Kohle. Ach ja, Diamanten schmelzen, da war ja was. Da ist noch Erz. Dann schmelze ich bei 20 Diamanten. Alter Schwede. Tja, wenn das mal ein bisschen länger dauert, sorry Leute, aber bei so einer Goldader, da sage ich nicht nein. Kann ich nachvollziehen. Alter Schwede, riesiges Vorkommen. Ja, das waren jetzt glatt mal 42 Golderz. Nett. Ah, dieses beruhigende Brummen eines Schiffsantriebes im Hintergrund. Das hat doch irgendwie was. Das so ökonomisch sinnvoll ist, ich weiß nicht. Also die Grünen könnten sich da ein bisschen aufregen. Wieso? Ich meine, mit laufendem Motor hier über den Planeten zu schweben, während wir da irgendwo rumgeistern. Das ist nicht zuletzt die freundlichste Methode. Ich sag mal so, die Erde ist kaputt trotz der Grünen, also dementsprechend haben die auch irgendwo versagt. Vielleicht wurde sie ja gerade deswegen zerstört. Ich weiß es nicht. Ja. Diese ganze Heimatlosigkeit-Geschichte muss ja irgendwo auch seinen Ursprung haben. Oh, hier ist Wasser. Hab und noch mehr Kupfer gefunden. So, Barren, Barren, Barren. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie tief ich hier noch bin, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich schon relativ zielsicher nach oben buddle. Okay. Aber relativ ist halt relativ, ne? Ja. Yep. So, wir haben dann nach aktuellem Stand 31 Platinumbarren, 6 Diamanten, 124 Kohle, 87 Kupferbarren, 169 Eisenbarren, 79 Silberbarren und 40 Goldbarren. Oh, okay. Und ich glaube, ich guck mal, ob ich was mit der Pickaxe machen kann. Gold-Pickaxe wäre der nächste Schritt. Und da fehlen mir natürlich 60 Pixel für, ansonsten könnte ich es machen. Nein, was? Das kostet was? Platz 400. Das wunderbar. Ist bitter. Immerhin nur 8 Goldbarren. Danach kommt Platinum, was dann 800 Pixel kostet. Und 8 Platinbarren. Na schön. Ich frage mich, inwiefern wir noch die Schwerter verbessern können. Stirb! Nein, bring mich nicht um. Oh, knapp. Sehe ich im Moment nichts, was uns irgendwie hilft, Schwerter zu verbessern.
Sehr, sehr knapp. Ich denke mal, dazu brauchen wir dann noch irgendwas anderes. Eine andere Art was genau Kraft, meinst du jetzt? Um bessere Waffen zu bauen. Ach so. Da fehlt uns dann noch was. Wahrscheinlich besagte Metal Workstation. Ja, das kann natürlich gut sein. Ich bin auch mal gespannt, ob und wann wir auch vielleicht mal Schusswaffen produzieren können oder so. Sowas gibt es ja auch irgendwie in dem Spiel. Ja. Ich bin immer noch lange nicht oben. Und habe auch nur noch... nur noch ein paar... Oh, ich glaube, hier komme ich in bekannte Gefilde. Hier hängen auf jeden Fall schon mal Fackeln an den Wänden. Ja, das könnte gut aussehen. Ich glaube aber, ich muss da lang. Ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht doch aus wie ein professioneller Aufstieg hier. So, um die Feinde kümmere ich mich jetzt gar nicht mehr. Ich will nur noch nach oben. Komme ich vielleicht hier schon? Nee, das reicht noch nicht. Wo sind wir denn hier hochgekommen? Egal, dann buddel ich mich halt doch noch mal so nach oben hier. Kann doch jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ich will mich auf jeden Fall definitiv nicht umbringen lassen, nur um wieder zum Schiff zu kommen. Dafür sind mir die Pixel einfach zu schade. Das ist wohl wahr. Ich habe ein wenig dekoriert. Okay. Wir kommen hier gerade die Pixel entgegengefallen. Das ist natürlich besonders praktisch. Das heißt, über dir sterben Monster. Nee, das heißt, ich habe gerade eine riesige Kieslawine losgelassen. Ah. Das heißt aber auch wiederum, dass ich relativ nah eigentlich bin von der Planetenoberfläche. Hoffe ich zumindest. Jetzt komme ich wieder in die Sandschicht. Na, komm. Stylisch. Komm schon hier. Ein Copper Helmet, das ist bei mir also ein Satz Brillendinger. Okay. Bin dann mal gespannt, ob es bei mir anders aussieht. Ja. Und irgendwas hat er als Wert 8, was immer das ist. Ich wünschte, ich könnte das Mouse-Over anlassen, um drüber zu gehen, das Mouse-Over vom Mouse-Over zu sehen, was dann dieser komische Blitz bedeutet. Okay. Ich nehme an, das ist irgendein Energiekram. Auf jeden Fall sind das 2 plus 4 plus 2 sind 8 Rüstungen immerhin, besser als 0. Das stimmt. Ach, meine Güte. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Mittlerweile muss ich mich auch blind hochtasten. Ich hoffe, du hast noch genug Kupfer dabei. Es kostet etwa 52 irgendwie so in den Drehbaren. Glaub mir, wenn ich was genug dabei habe, dann ist das gut. Kupfer. 32 Barren sind noch übrig. Ich habe mir jetzt ein ein Brustplattending und einen Helm gebastelt. Okay. Wahrscheinlich wird das Upgrade zu Eisen auch nicht viel teurer. Mal schauen. Da haben wir auch 169 Barren.
Solange ich nicht mehr als die Hälfte verbrauchte, sollte das nicht so ein Problem sein. Shit, jetzt bin ich hier schon wieder in so einer scheiß Cobblestone-Ebene. Ja, der Verbrauch wie ist weit, überschaubar. Wie weit ist noch der Aufstieg? 90 Barren Eisen kostet das komplette Scavenger-Set. Okay. 169 haben wir hier oben und du hast ja auch noch was dabei. Dann müsste ich mir das eigentlich bauen können. Während du dann noch mit dem Aufstieg beschäftigt bist. Ah, es ist doch bitter. Ah, ich kann mich nach oben teleportieren. Juhu! Aber ganz ehrlich, jetzt will ich doch auch gerne mal wissen, wie tief ich noch bin und wo ich hier rauskomme. Oh, verdammt, die Brustplatte kostet zu viele Pixel. Ah, oh, okay. Da hapert's wieder daran. Dann. Ah, da sind die Daten. Ja, die Schuhe bringen. Nein, der Helm bringt mehr Panzerung. Okay. Als die Schuhe, dann baue ich mir den Helm zuerst. Der kostet nämlich auch 200 Pixel, aber die habe ich zum Glück noch. Also die Basis-Kupferrüstung kostet keine Pixel, aber das Upgrade kostet dann. Alles klar. Ah, das musst du sehen. Das sieht so köstlich aus. Ich glaube, ich bin immer noch relativ tief. Obwohl ich mich schon wieder hoch teleportieren könnte. Nein, jetzt habe ich die Oberfläche erreicht. Juhu. Und ich komme daraus, wo du diese große Pille irgendwie noch aktiviert hast. Ah, die Dinger, die irgendwas machen. Genau, die Dinger halt. So, endlich, endlich! Ich bin zu Hause! Ja! Willkommen zurück. Oh, hallo, Rennfahrer. Ja. Wo kommen Sie denn her? Mein Rennschlitten ist liegen geblieben. So, 298 Kopperohr erstmal schmelzen. Hilfe. Und die restlichen Erze packe ich erstmal dann hier rein. Ja. Am besten noch den zweiten Ofen aufbauen, dann können wir das parallel schmelzen. Stimmt. Wo habe ich denn hier noch was? Oder war es das schon? Ja, der Rest ist halt Kohle. Moment. Wo ist jetzt... Ach so, den haben wir da. Dann noch 137 Gold. Oh. Cool, die lassen ja auch Pflanzensamen fallen. Das ist ja nützlich. Oh, Plant Fiber. Das ist ja sehr interessant. Ja. Aus den Korallendingern ist Plant Fiber gewachsen. Auch aus den Space Melonen. Interessant. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt zurück, wenn wir Bandagen brauchen. Ja gut, aber das waren jetzt vielleicht 2, 3, 4. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ich würde sagen, abgesehen von Upgrade, erstmal Pause. Achso, ja. Soll ich noch eben versuchen abzugraden? Ja. Oder zumindest schon mal ein bisschen Rüstung zu bauen. Ich wüsste zu gern, wie die Kupferbrille bei 3 Augen aussieht. Ich auch, ehrlich gesagt. Okay, Moment. Yeah! Das ist keine 3 Augenbrille. So viel steht fest. So sehe ich quasi komplett in Montur aus. Alter Schwede, weißt du, woran mich das erinnert? Wäre ich jetzt blau, würde ich mich Sonic nennen. Ja, stimmt. Ja, doch, das hat ewig Ähnlichkeiten. So, was war noch? Ach ja, genau, die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Goldbarren haben wir auch zu Genüge. Oh, ich habe das kleine Fass eingescannt.
für 125 Pixel. Und wenn ich jetzt ein neues synthetisieren will, kostet das 500 Pixel. Gut zu wissen, ich bin fast pleite. Wir haben wieder etwas gelernt. So, dann käme als nächstes die Platinum. Da fehlen mir leider auch noch ein paar Pixel für. Aber zumindest habe ich jetzt schon mal die Goldspitzhacke. Oh, das Logo vom Pixelprint, das ist auch sehr interessant. Was? Wie? Das in der Ecke oben, wenn du den aufmachst. Ja, das Motiv kommt mir bekannt vor. Aber ich weiß jetzt nicht genau, woher. Auf jeden Fall wird es schwierig, das auszudrucken. Ja, stimmt. Das ist ja so ein Paradoxon-Bild irgendwie. Ja. Mein Gott, sind meine Taschen voll. Ich würde mal sagen, wir können... oh, ich habe auch noch 217 Iron-Ohre. Aber ich glaube, die packe ich erstmal hier rein, denn die kann man ja vielleicht noch auch so benutzen. Wer weiß. Ja. Müssen wir ja nicht alles immer gleich einschmelzen. Genau. Gut, schön. Denn, würde ich sagen, haben wir für dieses Mal wieder ordentlich was geschafft, oder? Ja. Und beim nächsten Mal sehen wir dann zu, dass wir mal diesen Distress Beacon aufbauen. Gute Idee. Gut, na denn, hoffe ich, seid ihr, lieben Zuschauer, auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn es dann endlich mal spannend wird und wir uns nicht wieder nur quer durch irgendwelche Planeten buddeln. Ja. Okay, also ja, denn bis zum nächsten Mal wieder bei Starbound. Bis dann. Tschüss. Tschüss.